Hi, ich bin der Nikolaus Volpini von Carinthia. Ich darf das Produktmanagement seit Anfang des Jahres leiten und möchte euch heute einen kurzen Einblick in unser jagdliches Portfolio geben. Wir haben zum einen unsere Ansitzbekleidung. Das sind drei verschiedene Ansitzsäcke. Es beginnt bei unserem Standard, gefolgt vom Ansitzsack Fell. Und für die ganz harten Wintereinsätze haben wir unseren Ansitzmantel und Fußteil Webpelz. Dieses Teil hat den Vorteil, man hat hier ein Fußteil plus ein, ich sag, Körperteil. Sprich, man kann aus dem zum einen eine Jacke machen, zum anderen einen Ansitzsack. Man kann sich beispielsweise aufgrund der Leichtigkeit das Teil schon im Auto anziehen. Und wenn man am Hochsitz angekommen ist, zippt man das Fußteil hinauf und hat somit einen voll funktionsfähigen Ansitzsack. Also, das ist unser Carinthia Load Parker. Das ist die Definition einer Isolationsjacke. Wir haben hier unser G-Loft-Material überall drinnen. G-Loft ist die Isolationsfaser, die es gibt. Wir haben hier verschiedene Features. Ein ganz cooles Feature ist hier mit zwei Magnetknöpfen die Tasche, die man aufklappen kann. Man hat hier ein Munitionsfach. Das heißt, wenn man auf einer Drückjagd ist, kann man sich perfekt die Patronen hier herrichten. Wenn man hier her schaut, haben wir dasselbe auf der anderen Seite auch. Also sprich, immer direkten Zugriff auf die Munition. Dann haben wir hier zwei Mufftaschen, um die Hände zu entlasten. Und was auch noch ein sehr cooles Feature ist, wir haben hier eine Fernglashalterung. Sprich, man kennt, das Fernglas baumelt, wenn man sich bewegt. Das kann man hier fixieren und somit hat man einfach wirklich das Fernglas ruhig am Körper und das bewegt sich nicht. Zusätzlich haben wir eine Kapuze, die abnehmbar ist, also man kann das Produkt mit oder ohne Kapuze tragen. Und üblich für Carinthia, wir haben hier unsere Taschen am Arm auf beiden Seiten. Hier im Rückenbereich haben wir noch eine Hasentasche und eine Bewegungsfalte, dass man wirklich, wenn man mit dem Gewehr in Anschlag geht, auch in dieser voluminösen Jacke sich sehr gut bewegen kann. Also, nachdem wir bei Carinthia ja nicht nur, wie ihr gerade gesehen habt, Isolationsbekleidung für den Winter produzieren und entwickeln, haben wir hier auch beispielsweise eine Jacke für die Übergangszeit. Die Firma Carinthia, beziehungsweise die Marke Carinthia, um es genau zu sagen, kommt aus dem Militärbereich. Und somit haben wir unser Know-how aus dem Militärbereich in unsere jagdlichen Produkte mit einfließen lassen und daraus ist diese Carinthia ISLG Jacket entstanden, die meiner Meinung nach eine perfekte Kombination aus Tradition aufgrund des Loden und Funktionalität aufgrund des Softshellstoffes ergibt.